Der Doktor ist wieder da und ganz ehrlich, dank der unermüdlichen Bemühungen von Pandastorm ist das ein Satz, den ich hier auf YouTube immer öfter sagen darf. Und jedes Mal sage ich ihn fast noch ein bisschen lieber als das Mal davor. Kurze Zeit, nachdem ich euch hier auf YouTube die großartigen Mediabook-Veröffentlichungen der klassischen Doctor Who-Episoden 4 vor 12 und Kinder mit dem fünften Dr. Peter Davison vorgestellt habe, bekommen wir jetzt mit Time Flight, aka Zeitflug, eine weitere Episode in Mediabook spendiert. Und das, meiner Meinung nach, aus vielen verschiedenen Gründen, eine absolut besondere Episode. Einerseits erscheint mit diesem Release die 19. Staffel aus dem Jahr 1982 als allererste Staffel der klassischen Doctor Who-Geschichte komplett im deutschsprachigen Raum. Die 7 Specials, die nämlich in dieser Staffel veröffentlicht wurden, waren Castro Valva, 4 vor 12, Kinder, Die Heimsuchung, Die schwarze Orchidee, Erdstoß und jetzt eben last but not least dann Zeitflug. Und wenn jetzt einige von euch meinen, warte mal, das mit der ersten Staffel, die komplett ist, das stimmt eigentlich nicht. Ja, muss ich tatsächlich zugeben, stimmt nicht so ganz, denn der 6. und der 7. Doktor, die sind tatsächlich bereits vor einiger Zeit komplett auf Deutsch synchronisiert erschienen, waren das auch die einzigen klassischen Doktoren, die überhaupt ins deutsche Fernsehen gekommen sind. Dabei kam überraschenderweise der 7. Doktor bereits 1989 und 1990 im deutschen Fernsehen an und der 6. Doktor folgte dann 5 Jahre später im Jahr 1995. Aber ich zähle in diesem Fall wirklich nur die ersten 5 Doktoren, nämlich die, die jetzt durch die überwiegend großartigen Bemühungen von Pandastorm, teilweise auch von Polyband überhaupt eben erst deutsche Premieren feiern dürfen. Und nicht nur das macht Zeitflug meiner Meinung nach zu einem absolut interessanten Special. Nein, auch die Geschichte hinter dieser Produktion ist absolut großartig. Wir müssen uns jetzt nämlich ein bisschen Zeit nehmen, um über den Autor dieser Geschichte zu sprechen, Peter Grimwade. Der ist nämlich bereits seit einiger Zeit im Doctor Who-Universum fest verwurzelt. War er doch Produktionsassistent bei der allerersten Farbproduktion, nämlich Spearhead from Space, war dann noch bei 5 weiteren Episoden als Produktionsassistent tätig und kam dann als Vollzeitregisseur zum Doctor Who-Universum, drehte dann die Episoden Full Circle, die noch nicht auf Deutsch erschienen ist, Logopolis, Kinder und Erdstoß und hatte dann mit Zeitflug das allererste Mal ein Drehbuch eingereicht. Aber, und jetzt kommt's, er hat dann nachher noch 2 weitere Drehbücher für Madrian Undead, der es ebenfalls noch nicht auf Deutsch gibt, und Feuerplanet geschrieben. Aber jetzt kommt der große Punkt, Peter Grimwade hasste Doctor Who. Er hat es gehasst, an der Serie gearbeitet. Er hat gehasst, wofür die Serie gestanden ist und hat sich angeblich laut Matthew Waterhouse am Set dauernd beschwert, quasi dafür, dass er an Doctor Who arbeiten musste. Eine ganz wilde Geschichte von jemandem, der ganz viel im Doctor Who-Universum verankert war, bis er sich dann übrigens mit einer zugegeben etwas ungeschickten Aktion selbst aus dem Doctor Who-Universum katapultiert hat, denn er hätte eigentlich später noch einmal für eine Folge Regie führen sollen, aber diese Folge kam dann nicht zustande, weil der Dreh aufgrund von einem Streik abgesagt werden musste. Deswegen lud Peter Grimwade quasi die gesamte Besetzung zu einem Beileidsumtrunk ein, vergaß dabei aber auf den Produzenten John Nathan Turner, der zuvor eigentlich ein wahnsinnig guter Freund von Peter Grimwade war, aber offensichtlich durch diese Aktion so gekränkt war, auch ein bisschen nachtragender Herr Kerl, dass er ihm nicht nur die Freundschaft gekündigt hat, sondern ihn auch komplett aus dem Doctor Who-Universum verbannt hat. Was für eine Geschichte. Eine, die man meiner Meinung nach nur noch mit dieser Geschichte übertreffen kann, denn wenn man sich die Meinung der Doctor Who-Fans über die Qualität der Episoden aus der 4. Staffel anschaut, so hat sich die in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig deutlich verändert. Wir haben nämlich eben in der 19. Staffel 7 Specials und als damals eine Umfrage gemacht wurde, welche von diesen Stories beim Publikum ganz besonders gut ankamen, kam diese Folge Time Flight tatsächlich auf Platz 4 und war noch vor Castro Valva, vor 4, vor 12 und vor Kinder. Aber das hat sich massiv verändert. Später wurde nämlich von den 200 produzierten
Folgen. Diese Folge auf Platz 196 gewählt und dann im Jahr 2014 überhaupt von den damals existierenden 474 Episoden auf Platz, von den 241 produzierten Stories auf Platz 237. Ja, Doctor Who-Fans, die diese Episode früher mochten, sind jetzt tatsächlich der Meinung, dass es im gesamten Doctor Who-Universum nur drei Episoden gibt, die schlechter sind als Zeitflug. Holy freaking hell. Und ein Zitat, das ich eben da, in der Doctor Who Wiki gelesen habe, ist: Someone, somewhere, should have thrown this script in the bin the moment it had a Concorde crash landing in Jurassic England. Ja? Der Zeitflug ist in diesem Fall wirklich wörtlich zu nehmen. Es landet eine Concorde im quasi prähistorischen England. Ein Aspekt muss man alleine schon zugeben, der diese Doctor Who Episode vielleicht ein kleines bisschen trashiger macht als die letzten, die ich euch hier auf meinem Kanal vorgestellt habe. Vor allem Kinder, war ja eigentlich noch eine wirklich gesellschaftspolitisch interessante Geschichte. Hier haben wir sie mit ein bisschen mehr Trash zu tun, aber wie selbst Adric-Darsteller Matthew Waterhouse im Booklet von dem von Pandastorm veröffentlichten Mediabook meiner Meinung nach absolut perfekt auf den Punkt bringt, die Folge hat trotzdem einen Charme und sie ist trotzdem irgendwie einfach sehenswert. Und ich muss dazu sagen, ich bin großer Trash-Fan und ich hatte einen Riesenspaß, eine absolute Murzfreude damit, dass irgendein eine Concorde durch die Zeit reist, dass ein Bösewicht, der aussieht, als hätte er zu lange mit seiner Schlammkur gebadet, nach Kackwürsten aussehende Monster entsendet. Das ist unfreaking fasslich und es ist definitiv sowohl für diejenigen, die normalerweise mit Doctor Who nichts anfangen können, aber auch meiner Meinung nach für diejenigen, die Doctor Who lieben, aufgrund der absoluten Andersartigkeit von dieser Episode ein absoluter Must-Watch. Pflichttermin im Jahr 2020. Vor allem, wenn wir dann noch eine weitere Trivia-Information dazu tun, es war nämlich die allererste Produktion, bei der tatsächlich England eine Drehgenehmigung für den Heathrow Airport ermöglichte. Das Doctor Who Filmteam waren die ersten, die einerseits in einer echten Concorde, andererseits am Heathrow Airport in London drehen durften. Und das ist übrigens etwas, das uns noch einmal zurückverfolgen wird in diesem Review, wenn wir uns dann nämlich in ein paar Minuten die Bildqualität anschauen, weil, und das kann ich jetzt schon spoilern, auch hier das Mediabook von Zeitflug eine absolut geniale Überraschung für uns bereithält. Aber ich glaube, fürs Erste waren es einmal genug einleitende Worte. Es wird Zeit, sich ein bisschen mit der Verpackung zu beschäftigen. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check und ich freue mich drauf, mit leichter Zeitverzögerung Ende Oktober, das eigentlich bereits am 25. September 2020 von Pandastorm veröffentlichte Mediabook zur Doctor Who-Episode Zeitflug näher vorzustellen. In Sachen Cover Artwork hat der Designer, der hier für das Digital Painting vom deutschen Zeitflug Mediabook verantwortlich ist, meiner Meinung nach wieder einmal alles richtig gemacht. Grundsätzlich können wir, nachdem wir quasi die anderen Episoden aus der 19. Staffel auch gerade bereits bei uns haben, noch einmal einen kurzen Vergleich ziehen zu den anderen Artworks, die zu dieser Staffel bereits erstellt wurden. Und wir sehen, dass eben leider aufgrund der Verordnung von der BBC das Logo von Doctor Who zwischendurch verändert werden musste, sodass die Mediabooks im Regal nicht ganz 100% einheitlich sind, aber da kann Pandastorm tatsächlich nichts dafür. Aber was man meiner Meinung nach trotzdem sehr deutlich sieht, ist einerseits, dass sowohl mit dem alten als auch mit dem neuen Doctor Who Logo das Artwork absolut großartig aufgeteilt aussah und dass sich eigentlich von den zuerst veröffentlichten Episoden zu den später veröffentlichten Episoden die Qualität der Frontcover-Artworks deutlich gesteigert und deutlich verbessert hat. Und Zeitflug ist meiner Meinung nach eigentlich das schönste Artwork, das wir hier in dieser Staffel bereits bekommen. Aus welchem Grund auch immer
Er erinnert mich Peter Davison auf diesem Frontcover ein bisschen an Sebastian Kurz. Fragt mich nicht, wieso. Aber wir bekommen hier, finde ich, eine sehr, sehr coole Zusammenstellung eben von dem Doktor, logischerweise, von dem Master, von dem anderen Gegenspieler aus dieser Episode. Was ich absolut genial finde, ist, wie diese Kristallkugel auch noch in das Design integriert wurde, wie diese ganzen verschiedenen Elemente bis hin zu den kleinen Details aus der Höhle, in der ebenfalls ein Teil der Episode spielt, wirklich wundervoll hier für dieses runde, wie ich es immer nenne, Bullaugen-Artwork zusammengefasst wurden. Ich mag mittlerweile eben auch absolut diese Cover-Aufteilung, wie eben das Doctor Who-Logo, der Episodentitel noch angebracht wurde auf dem Frontcover. Mir persönlich gefällt das wahnsinnig gut. Außerdem können wir natürlich an der Stelle auf den Spine schauen, der, wie bei diesen, wie bei den Doctor Who Mediabooks gewohnt, absolut perfekt zu der neuen Generation passt. Und ich muss an der Stelle sagen, ich persönlich im Regal habe diese Mediabooks tatsächlich getrennt aufgestellt und habe auf einer Seite die neuen und auf einer Seite die alten stehen, damit es eben einheitlicher aussieht. Aber so, wenn man das Mediabook eben nur zu den neu gestalteten stellt, sieht es absolut perfekt und einheitlich aus. Auf dem Backcover, das auch dieses Mal wieder nur ein Flyer ist, der auf das Mediabook geklebt wurde und ganz leicht abgeht mit nur einem leichten Klebepunkt, bekommen wir die Inhaltsangabe zur Episode, wir bekommen ein paar Bilder, wir bekommen die Details zum Bonusmaterial und das ist auch wieder etwas, mit dem wir uns wahnsinnig lang aufhalten müssen. Denn ganz ehrlich, dieses Bonusmaterial ist absolut phänomenal. Ich liebe es beispielsweise, dass Peter Davison immer noch dermaßen verankert ist im Doctor Who-Universum, dass er wieder einmal gemeinsam mit Janet Fielding, mit Sarah Sutton und Eric Saward einen Audiokommentar für diese Episoden eingesprochen hat, der meiner Meinung nach absolut großartig und unbedingt empfehlenswert ist. Es gibt wieder Diskussionsrunden, es gibt wieder Making-ofs, die wahnsinnig viele Informationen über die Produktionsgeschichte von dieser Doctor Who-Episode liefern. Und ganz ehrlich, selbst diejenigen, die normalerweise sagen, mich interessiert Bonusmaterial eigentlich wenig, was ich aufgrund der Zeit, die man dafür brauchen würde, durchaus nachvollziehen kann, aber im Fall von dieser Doctor Who-Episode kann ich sagen, jede Minute, die man sich in dieses Bonusmaterial vergrabt, ist eine gewonnene Minute, ist eine großartige Minute. Man lernt so viel über eine der für viele schlechteste Episoden von Doctor Who, aber meiner Meinung nach auch über eine der interessantesten Episoden von Doctor Who. So bekommt man eben wieder die Hinter dem Sofa-Runde. Es gibt ein Making-of, es gibt weitere zum Beispiel ein Archivinterview mit eben dem Drehbuchautor Peter Greenaway, das absolut ebenfalls wahnsinnig empfehlenswert ist. Hier sind wahnsinnig viele Dinge versteckt, die unbedingt sehenswert sind, wo man ebenfalls noch einen Blick hineinwerfen kann. Das sind die sogenannten Studioaufnahmen. Dabei handelt es sich quasi um gedrehtes Material vom Set, mehr oder weniger das B-Roll-Material, das tatsächlich auf dieser Blu-ray fast 3 Stunden lang ist. Das sind unglaublich viele Aufnahmen, unglaublich viel, was man natürlich in der eigentlichen Folge dann gar nicht zu Gesicht bekommen hat. Man bekommt einen schönen Einblick hinter die Kulissen. Das ist natürlich etwas entweder zum Gesamtschauen als großer Doctor Who-Fan oder nur zum Durchseppen. Beides wahnsinnig interessant, aber eben mit dem Audiokommentar, mit Hinter dem Sofa, mit dem Making-of, mit dem Audioarchiv-Interview ist man hier absolut großartig bedient, absolut großartig informiert, finde ich geil. Jetzt können wir in der Zwischenzeit eben einmal diesen Flyer abnehmen vom Mediabook, können auf der Rückseite von diesem einen Überblick über andere von Pandastorm veröffentlichte Doctor Who-Folgen finden, können dann noch das eigentliche Backcover von dem Mediabook sehen. Das ist ja grundsätzlich etwas, was uns jetzt nicht wahnsinnig neu vorkommen wird bei den Doctor Who-Mediabooks. Da sehen wir ganz einfach die TARDIS, die dieses Mal allerdings in einer etwas anderen Pose zu sehen ist als bei einigen anderen Mediabooks. Meiner Meinung nach eine ganz nette Abwechslung in der Einheitlichkeit. Ein paar andere TARDISse von den Mediabooks können wir uns ja nebenbei ebenfalls noch anschauen, wo die nämlich bis eben auf die Farbgebung weitestgehend identisch ausgesehen haben. Hier können wir jetzt dann aber ins eigentliche Mediabook blicken und da sehen wir zum Beispiel etwas, das mir ganz besonders, wie ich begonnen habe, Doctor Who zu schauen, klassischen Doctor Who zu schauen, unglaublich geholfen hat, nämlich eben dieses Faltblatt mit dem Episodenguide zum klassischen Doktor. Absolut großartige Beigabe, dass es das auch immer wieder gibt bei den Mediabooks von Pandastorm. Wir bekommen außerdem noch etwas Werbung für einen anderen Titel und was ich am Anfang
gar nicht hergezeigt habe, natürlich wie von den Mediabooks gewohnt, ist nicht nur das Backcover bei diesem Mediabook eigentlich auf einem Stück Papier, sondern auch das Frontcover. Ursprünglich, wenn man das Mediabook kauft, bekommt man unter die Einschweißfolie gelegt, in diesem Fall nicht geklebt, noch eben einen Flyer, der darauf hinweist, dass es sich um ein Collector's Edition Mediabook handelt, der das große FSK-Logo zeigt, beziehungsweise der eben einige interessante Informationen rund um diesen Release bietet, Hinweise auf eben die Synchro und so weiter. Das Innere von diesem Mediabook ist so gestaltet, wie man es gewohnt ist von den letzten Doctor Who Mediabooks, meiner Meinung nach ein sehr, sehr schöner Stil, ein sehr, sehr schöner Look, dass man hier auch wieder mehr oder weniger den Sternenhimmel sieht, diesmal mit ein bisschen weniger Sternen als bei anderen Mediabooks, aber sehr, sehr schön aufgeteilt, sehr, sehr schön verteilt. Hier das Design eben bei dem Spiegel unterhalb der Discs, bei dem Front- und Backcover von dem Booklet. Außerdem auch hier wieder das gewohnte Design auf den insgesamt drei Discs. So liegen eben die Episoden sowohl in HD auf Blu-ray als auch in SD auf DVD vor. Und wir bekommen noch eine dritte Disc, eine Bonus-DVD mit weiteren Specials. Außerdem, und auch das sollte nicht unerwähnt bleiben, ein Booklet zwischen eben den beiden Trays, das wieder einmal absolut großartig beginnt mit einem Vorwort von Matthew Waterhouse, sowohl im englischen Original als auch in der deutschen Übersetzung. Unbedingt lesenswert, weil Matthew hier einige wahnsinnig interessante und wissenswerte Informationen rund um eben die Produktion und die Hintergründe von dieser Episode liefert. Es gibt noch weitere Informationen rund um die Entstehung dieser Episode, rund um Peter Greenaway. Es gibt hier noch eine sehr, sehr schöne Aufarbeitung von dem gesamten Bonusmaterial, das es eben hier auf die insgesamt drei Discs geschafft hat. Das ist absolut hervorragend und ebenfalls sehr, sehr sehenswert. Außerdem noch eine schöne Gestaltung. Meiner Meinung nach ist das ein absolut gelungenes Doctor Who Mediabook, das in keiner Who-Sammlung fehlen darf. Und was in keinem Blu-ray-Check von Playzocker-Reviews fehlen darf, das ist natürlich eine Bildgalerie mit einigen Screenshots vom deutschen HD-Transfer der vorliegenden Episoden direkt. Wie immer möchte ich darauf hinweisen, dass ich die nachfolgenden Bilder alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slide nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Und damit möchte ich zu der anfangs angeteaserten großen Überraschung kommen. Wenn sich Doctor Who-Fans eines sicher sein können, eine Doctor Who-Folge auf Blu-ray sieht wahrscheinlich nicht wirklich nach Blu-ray aus. Das liegt in erster Linie eben daran, dass die Episoden im Archiv der BBC, sofern sie nicht überhaupt vernichtet wurden, nur auf Video aufgehoben wurden. Demnach sind natürlich auch die High-Definition-Abtastungen Upscales. Trotzdem, meiner Meinung nach macht das Pandastorm bzw. die BBC bei den britischen Veröffentlichungen ganz gut, dass die Dinge zumindest schön bereinigt aussehen in High Definition. Aber die Episode Zeitflug ist jetzt die allererste, die das auf Blu-ray anders macht. Hier wurden nämlich offensichtlich einige Szenen nicht nur auf Videokassette aufgehoben, sondern tatsächlich auch im Original gedrehten Filmmaterial. Das ist jetzt wahrscheinlich hier bei der Slideshow ganz am Anfang besonders deutlich gewesen. Interessanterweise handelt es sich bei diesen Szenen um exakt diejenigen, die eben in Zusammenarbeit mit British Airways gedreht wurden, die eben entweder am Heathrow Airport bzw. in dem Flugzeug spielen. Das sind die Szenen, die es tatsächlich in echtem und auch qualitativ hochwertigem High-Definition-Format auf die Blu-ray geschafft haben. Da sehen wir nämlich auch bei einigen Aufnahmen dann in späterer Folge von dem Doktor absolut großartige Detailschärfe. Wir bekommen einen netten Einblick in die Körnung des beim Dreh verwendeten Filmmaterials. Wir sehen ein wirklich gutes Blu-ray-Bild. Und das finde ich jetzt eben gerade bei dieser Slideshow mit den Screenshots aus den vier Episoden relativ deutlich und relativ interessant offensichtlich, wie sich eben diese Qualitätsmerkmale hier abwechseln. Wir sehen ganz deutlich, bei welchen Szenen es eben das HD-Ausgangsmaterial gab und bei welchen Szenen es nach wie vor nur das gewohnte SD-Video-Ausgangsmaterial gab. Schade natürlich, dass es diese Episoden nicht durchgehend in der großartigen HD-Bildqualität gibt. Aber was ich in diesem Fall eben absolut großartig finde, ist, dass die Leute, die sich für die Restauration und die HD-Transfere von den Doctor Who-Episoden bemühen, tatsächlich immer
nach diesem alternativen Ausgangsmaterial bemühen. Es kann ja gut möglich sein, dass, nachdem es ja auch von den British Airways einige Bedingungen für den Dreh gab, so musste das Doctor Who-Team die ein oder andere Passage aus dem Drehbuch ändern, damit das Unternehmen quasi dann in der fertigen Episode in einem besseren Licht dasteht. Und da kann natürlich möglich sein, dass eine Bedingung von British Airways war, dass sie eine Kopie von den in Zusammenarbeit gedrehten Filmaufnahmen tatsächlich bekommen kann für ihr eigenes Archiv. Und dass das große Los war für die Restauratoren, die nämlich in diesem Fall eben im Archiv der British Airways das richtige Material gefunden haben, während man bei der BBC eben nur die Videomaster gefunden hat und das dann für die Blu-ray entsprechend zusammengestellt hat. Das allerdings ist reines Fabulieren in meinem Kopf, wo das Material herkommt. Das konnte ich leider nicht recherchieren, dass es da ist. Das ist meiner Meinung nach mehr als nur offensichtlich, denn bei den über 100 Screenshots, die ich hier aus den 4 Episoden für euch gemacht habe, ist es, denke ich, mehr als offensichtlich, bei welchen Szenen es sich um die HD-Szenen handelt und bei welchen nicht. Großartig gemachte Sache, guter Einfall, dass man das so gemacht hat. Meiner Meinung nach ist die wechselnde Bildqualität erstens relativ selten. Es tritt nur bei einzelnen Szenen in der ersten bzw. dann in der 4. Folge auf und auf gar keinen Fall stören. Das ist wirklich eine willkommene Abwechslung jedes Mal, wenn man eben das klarere, wirklich schönere HD-Bild sieht und damit natürlich in Sachen Bildqualität das Beste, was ich bis jetzt von dem klassischen Doctor Who gesehen habe. Und ja, ich weiß, das ist eine Aussage, die kann man wahrscheinlich wirklich nur auf das Bild anwenden, denn bei der viertschlechtesten Doctor Who-Episode aller Zeiten kann man wahrscheinlich nicht sagen, dass das für alles auf dieser Blu-ray gilt. Wobei ich tatsächlich persönlich dazu sagen muss, ich hatte großen Spaß mit Zeitflug, nicht nur eben aufgrund seiner absolut interessanten, absolut großartigen Produktionsgeschichte. Ich mochte diese Folge wahnsinnig gern. Ich freue mich riesig, dass es auch diese Episode eben von Pandastorm in ein Mediabook geschafft hat und dass wir als Doctor Who-Fans jetzt endlich in der bestmöglichen Version hier in unseren Heimkinos schauen können. Danke auch an diejenigen, die sich dafür verantwortlich gezeigt haben, das HD-Ausgangsmaterial zumindest von einzelnen Szenen aufzuheben und hier in die Blu-ray-Version zu integrieren. Danke vor allem auch an diejenigen, die immer wieder an dem Bonusmaterial von diesen Veröffentlichungen beteiligt sind. Das ist eine großartig ausgestattete, wahnsinnig umfangreiche Edition, wo, wenn man den Audiokommentar mit einberechnet, glaube ich, fast 6 Stunden an Bonusmaterial sich auf diesen Discs verstecken, was eine unglaublich großartig hohe Zahl ist. Ich liebe es, dass wir die ganzen klassischen Doctor Who Sachen auch in einer wirklich hochwertig angefertigten deutschen Synchro zum ersten Mal sehen dürfen und freue mich über den Release und kann definitiv jeden Doctor Who Fan, aber auch jeden Trash Fan oder jeden, der das eine oder andere werden möchte, empfehlen, sich diese Episode einmal anzuschauen, weil die hot.